Ja, ich bin die Marie. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Leichling. Ich habe das Down-Syndrom. Ja, was denkt ihr denn, was ich überhaupt schaffen kann? Ob ich studieren kann oder ob ich richtig arbeiten kann? Und ich möchte nicht in eine Behindertenwerkstatt. Ich möchte einfach genauso gleichberechtigt werden, auch in meiner Arbeit. Schulabschluss. Und den Führerschein will sie auch noch machen. Es ist Schulabschluss. Also die Sachen müssen schon alle schön nacheinander gemacht werden, weil wir brauchen für den Schulabschluss so viel Energien, dass da nicht noch ein Führerschein drin ist. Also es braucht einfach unwahrscheinlich viel Zeit alles. Ich denke, es dauert viermal so lange. Sportliches Ziel, zuerst der Förderschulabschluss, dann der reguläre Hauptschulabschluss. Und mit dem könnte Marie sich auf dem ersten Arbeitsmarkt bewerben. Dann hätte sie den Hauptschulabschluss nach Klasse 9, dann hat sie noch keinerlei Ausbildung. Aber halt einen Regelabschluss schon mal, ist ja, sag ich mal, in Deutschland. Genau, dann hat sie den Regelabschluss. Aber um diesen Regelabschluss zu machen, weiß nicht, hast du heute schon irgendwas geschafft? Nee, noch nicht. Eben. Das ist genau der Punkt. Eigentlich müsstest du schon seit 2 Stunden sitzen. Marie braucht jetzt oft eine Motivationstrainerin. What do you think does a fitness trainer do? A fitness trainer hilft. Das, was du im Moment siehst. Ja. So, welche Zeitform nimmst du für eine Bildbeschreibung und welche nimmst du für so eine normale Jobbeschreibung? Das habe ich jetzt im Papier. Nee, das eben. Ach nee, das. Weil in dem Moment, wo du das Bild beschreibst, sprichst du ja. Wegen ihrer Lernschwäche paukt Marie doppelt so viel wie andere. Und das neben dem normalen Unterricht. Traumziel, ne? Schaffen wir es, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Die Alternative sei auch klar genannt, ne? Die gibt's auch. Das ist. Worst case wäre ein Leben in einer Werkstatt. Keiner weiß wirklich genau, wo es hingeht. Letzteres werden wir auf jeden Fall versuchen zu verhindern. Ersteres streben wir an. Fertig. Auf Marie lastet viel Druck. Ihr Social-Media-Leben wird zum Rückzugsort. Im Internet findet sie Anerkennung. Dabei wünscht sie sich eigentlich nur so zu sein wie alle anderen. Die Eltern haben mir gedacht, mit Marie wird was bald. Also mit Marie wird irgendwann die größte Frau werden, die viel weiß. Aber ich sage dann immer, Mama, du kannst doch nicht immer irgendwas klauen, was du gar nicht in Zukunft ist. Marie hat gebüffelt bis zur Erschöpfung. Gleich wird sie erfahren, ob sie bestanden hat. Bist du nervös? Ja, wie? Warum? Du hast das Zeug schon in der Tasche. Nee, noch nicht. Ach so. Wir kriegen das erst am Ende. Und dann erfährt Marie, dass sie den Förderschulabschluss hat. Es gibt nichts, was mich hält. Selbstbestimmtes Berufsleben? Das weiß ich nicht, aber wir versuchen es. Wir wussten es nie, wo es hingeht. Das ist alles neu. Und der Marie, die hat ganz viel Power, das heute wieder gesehen. Ne? Gucken, wo es hingeht. Mein Freund David. Was ist dein Freund? David. Doch Marie will nicht. Sie will ein selbstständiges Leben. Und dafür braucht sie vor allem den regulären Hauptschulabschluss. Ich hatte noch keinen Weg gehabt, wo ich dann vorher hin könnte. Und dann habe ich einfach mal so Praktika gemacht, weil ich mal in solchen Kita. Ich hatte mir immer vorgestellt, mit Kindern zu arbeiten. Marie
erkämpft sich ihren Traum, mit Kindern zu arbeiten, an ihrer eigenen Schule. 3 Tage pro Woche arbeitet sie hier. An den anderen Tagen geht sie zum Berufskolleg, um ihren regulären Hauptschulabschluss zu machen. Marie bekommt immer wieder verschiedene Aufgaben. Also wir geben ihr solche kleinen Kärtchen, die wir gemacht haben. Es sind oft motorische Aufgaben, wo an der Tafel geschrieben wird. Dann setze ich sie gerne im Unterricht ein, um neben einzelnen Kindern zu sitzen, die etwas unruhiger sind. Einfache Sachen, wo man sehr klar sagen kann, was sie tun soll, dass sie es dann halt auch umsetzen kann. Marie unterstützt die 1a von Klassenlehrerin Michelle Moretz. Was magst du denn an der Marie? Dass sie uns hilft. Ihr müsst gar nicht so schüchtern sein. Ich kenne die zwar schon sehr lange. Eine Kollegin mit Down-Syndrom gab es hier nie. Marie! Es ist zusätzlicher Aufwand, sagt uns die Schulleiterin Birgit Jürgens. Zumindest am Anfang. Aber Marie ist begabt und sie möchte ihr eine Chance geben. Glauben Sie eigentlich, dass die Marie eine berufliche Zukunft an der Grundschule hat? In der Grundschule als Helferin, ja, nicht als Lehrerin natürlich, ne? Weil da ist sie überfordert mit, weil dieses analog auf ähnliche Situationen übertragen, das klappt nicht. Aber als Helferin in bestimmten Situationen den Lehrer zu unterstützen, ja. Und besonders gerne kümmert sich Marie um Kinder, die auch einen Fehler haben. Also ist dein Traumberuf? Ja. Besser als Kindergarten. Die Alternative wäre ja zum Beispiel auch eine Behindertenwerkstatt. Also Menschen mit Down-Syndrom sind ja oft auch dort. Ja, wie findest du das? Aber das da will ich ja nicht hin. Ich höre das ja dauernd. Alle wollen mich da hinschicken, aber ich glaube, ich sage nein. Bei mir ist das zu Ende, ich gehe da nicht hin. Und da muss ich mich wehren, weil es geht gar nicht. Man kann nicht Down-Syndrom-Menschen einfach wegschicken und die Freiheit verlieren lassen. In Deutschland leben etwa 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Weniger als 1% bekommen einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Tilskes möchten wissen, welche Berufe ohne den regulären Hauptschulabschluss für Marie überhaupt möglich wären. Wir dürfen mit der Kamera leider nicht mitmachen. Doch sie sind schneller wieder draußen, als wir dachten. Ich fand's manchmal von der Wortwahl ein bisschen ungeschickt. Also wenn dann so Wörter fallen wie Menschen, wie du, machen sich gut in der Wäscherei. Dann finde ich, ist das sofort so eine Schublade, die dann aufgemacht wird. Das fand ich schwierig. Was kann denn die Marie prinzipiell werden, sozusagen? Tja, was sie machen kann, ist zum Beispiel eine Ausbildung zum Beikoch. Das ist eine von den theoriereduzierten Ausbildungen. So viel im Bereich Nahrung, Nahrungszubereitung, Lagertätigkeiten, das könnte sie machen. Hello, good morning, my dear. Auch Lilly möchte mit Kindern arbeiten und macht mit 18 ein Praktikum in einer Kita in Leverkusen. Wie bei Marie ist allerdings die Frage, wo und wie ihre Fähigkeiten am besten eingesetzt werden können. Ja, die Anfrage kam, ob Lilly bei uns ein Praktikum machen kann, war ich halt schon auch so ein bisschen unsicher, weil ich halt noch nie Kontakt mit behinderten Menschen hatte und habe das auch geäußert offen. Lilly musste so ein paar Regeln hier noch dann lernen, also dass wir das Handyverbot hier haben, das Handy nicht vor den Kindern benutzen oder auch wie man sich angemessen kleidet im Berufsleben, ne? Dass man jetzt nicht durchsichtige Oberteile, wo man vielleicht den BH sieht oder so, anzieht. Das musste sie tatsächlich am Anfang noch ein bisschen lernen. Aber das klappt mittlerweile gut. Was macht dir denn hier im Kindergarten am meisten Spaß? Mir macht am meisten hier Spaß, mit den Kindern zu unterhalten und einfach Spaß zu haben. Auch Lilly möchte eigenständig sein. Ihr Förderschulabschluss reicht aber nicht für den Job als Erzieherin.
Nur durch ein inklusives Projekt kann sie hier dauerhaft als Hilfskraft bleiben. In Deutschland nicht selbstverständlich. Was ist denn genau die Bereicherung durch Lilly? Dass die Kinder das auch von Anfang an kennenlernen, da keine Berührungsängste haben. Das haben unsere Kinder tatsächlich überhaupt nicht. Es hat von Anfang an super geklappt. Und sie war direkt irgendwie, ja, vollwertige Erzieherin. Macht die ganz tolle Dienste und die passt gut auf alle Kinder auf. Ist das witziger mit der? Ja, weil die immer nett zu uns ist und weil die grinst. Ja. Das stimmt auch auf jeden Fall. Zur gleichen Zeit schafft Schwester Marie den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Und dann bekommen wir einen Anruf von Marie. Sie hat sich an einer Hochschule in Köln beworben und eine Zusage bekommen. Heute hat es angefangen. Das ist einfach so eine Uni, dass ich die Studenten ausbilde. Und dass die dann wissen, dann, wie das mit Dornrum angeht. Also was, wie die Dornrum-Menschen damit lernen. Und was bist du dann, wenn du hier fertig bist? Wie nennt sich das? Fachkraftbildung heißt das. Das heißt, du kannst danach unterrichten? Wahrscheinlich ja. Dein großer Wunsch geht in Erfüllung? Hoffe ich. Drei Jahre dauert die Finanzierung einer Hochschule zu Bildung. Sind angenommen worden. Neben Marie auch Florian und der Seh- und Lernbehinderte Amansch, der sogar den Schritt aus der Werkstatt geschafft hat. Ich war froh, dass ich angenommen wurde und ich war auch sehr, sehr glücklich darüber und meine Eltern sind stolz und nun jetzt habe ich ja den Uni-Wunsch gekriegt und zufrieden. Die Leute sind alle netter und anders, besser als der Werkstatt und finde ich viel wohler. Schon bei der Einführungsveranstaltung muss Marie sich vor vielen Leuten beweisen. Nicht nervös sein und Fragen zu ihrem Lebenslauf frei beantworten. Also ich arbeite also in der Grundschule, also die auch richtig inklusiv ist. Und zusätzlich arbeite ich aber auch noch in einer Familienpflege, so ähnlich gesagt. Was möchten Sie denn erreichen als Bildungsfachkraft? Also ich will den Studenten zeigen, wie ich überhaupt lebe. Also mit den Beeinträchtigungen, die ich habe. Aber wie ich Mathe gelernt habe, wo meine Mathe-Schwäche ist, also wo ich meine Schwäche habe. Und ich will mich an meine Mutter richtig bedanken. Sie hat sich alles getan, was sie machen konnte. Und jetzt bin ich hier. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ein selbstständiges Leben, eine eigene Wohnung und Familie. Mit so einem Job könnte das gelingen. Du warst sehr aufgeregt, ne? Ja. Aber es hat geklappt. Ich habe immer meinen Freund angeguckt und hat es auch geklappt. Und ich finde auch glücklich, dass es Marie auch geschafft hat. Noch wissen Marie und David nicht, dass die Hochschule ihre Liebe auf eine harte Probe stellen wird. Ist Marie jetzt schon an der TH Köln. Sie soll zur Expertin in eigener Sache werden. Aber die intensive Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen ist für Marie eine große Herausforderung. Nicht mit Down-Syndrom oder ohne? Gut, dann hat Behinderung, na gut. Damit sind doch alle gemeint, egal welche Behinderung. Marie kommt an ihre Grenzen. Müde, ne? Nicht so ganz begeistert. Bist du müde? Ist irgendwas? Was gefällt dir in der Gruppe nicht oder hat das andere Gründe? Nicht weinen, bitte. Hier, für dich.
Immer für sie da ist Amansch. Schon vom ersten Tag an hatten die beiden eine gute Verbindung. Sie verbringen jetzt auch Privatzeit miteinander. In der Beziehung von Marie zu David fängt es in dieser Zeit an zu kriseln. Mann, vier! Danke. Und wie findest du's? Richtig gut. Ja. Da ruhig. Ich mag dich zu sehr. Ich weiß auch nicht warum. VS. Ach komm, ich sag dir. Na, okay. Verschossen. Ah. Bei mir ist es einfach was anderes. Einige Zeit später erhält Amansch verstörende Nachrichten. Absender ist das Handy von Marie. Ja, sie hat Sachen gesagt. Du findest viele Sachen bei Beleidigungen. Du findest keine Freunde, du lernst nichts. Ach, alles. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. So, das hat mich alles verletzt. Weil ich bin jemand, der sowas nicht sagt. Glaubst du, dass sie das gemacht hat, weil sie ein bisschen Angst hatte davor, vielleicht auch verliebt in dich gewesen zu sein? Wahrscheinlich, aber das hätte man auch anders lösen können. Das habe ich zum ersten Mal sowas erlebt, dass jemand mit mir so umgeht. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber das habe ich auch weitergeleitet. Das war die einzige Nachricht. Du hörst nicht auf mich. Dann hat sie gesagt. Aber das war eigentlich ihr Freund alles. Eigentlich alles, was sie gemacht hat, war sie nicht schuld, sagt sie. War das wirklich David? Und wenn ja, ist er vielleicht eifersüchtig? Aber was war das? Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen? Hast du denn eine SMS geschrieben? Ich habe es gemacht. Ich habe ihn beleidigt, aber... Aber warum? Das weiß ich selber nicht. Dann bekam Marie eine Abmahnung. Die haben mir eine Abmahnung geschickt, wenn ich das so weitermache, dass ich meinen Job verliere. Und theoretisch ist das ja auch richtig, dass sie es mir sagen. Nur ich habe es halt nicht verursacht. Das hat der David verursacht, also mein eigener Freund. Aber diese Abmahnung hat sie gesagt und mein ganzes Leben zerrissen. Und sowas mache ich auch nicht mehr mit, auch das ist ja meine Arbeit. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wo es hingehen kommt. Also hast du ihm schon erzählt, das, was er bei dir angerichtet hat? Nein, werde ich auch nicht. Da bin ich wirklich auch hart. Also ich werde es ihm nie verzeihen. Nie. Also das war das war so knallhart, dass ich das ihm nie verzeihen werde. Marie ringt lange mit sich. Doch dann trifft sie eine Entscheidung und informiert ihre Insta-Freunde. Hallo ihr Lieben. Ich muss es euch jetzt sagen. Und zwar, ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht. Und ich gemerkt habe, früher oder später hätte ich das sowieso nicht mehr ausgehalten. Und deswegen habe ich jetzt schon Schluss gemacht. Also die Follower sind immer so wirklich hinter mir und das ist einfach meiner Schönste. Und ohne Instagram hätte ich mein Leben nie weiterführen können. In dieser Zeit versucht David, alles wieder gut zu machen. Kommentiert und liked viel von Marie. Der Anlass ist, dass ich Blödes gemacht habe. Ich habe gelogen. Ich fühle mich schlecht. Und ja, so ist das. Der Moment war schrecklich. Mir war schlecht, ich war fertig.
Also jeder weiß das, wenn was richtig Blödes passiert, dass es einem in den Magen fährt, dass es wehtut und dass es Kacke ist. Und dann haben wir lange mit ihr gesprochen und dann hat sie das so Stück für Stück erzählt. Und wir merkten, das ist jetzt keine Kleinigkeit, da passiert gerade was richtig Blödes. Und das tat weh. Das tat Marie weh, weil sie das erst so scheibchenweise zugegeben hat. Und es tat uns weh, weil wir die Dimension des Ganzen erkannt haben und gesehen haben, hoppla, hier kann jetzt vielleicht dein ganzer Lebenstraum kaputt gehen. Aber es ist in sich logisch, weil Marie ist jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf dem diese Regeln gelten. Daran hat sie sich zu halten. Sie hat keine Sonderrechte mehr, nur weil sie beeinträchtigt ist. Zilskes rufen wieder den Psychologen Reinhold Braun an. Er soll helfen. Oh, hallo Marie. Hi. Er möchte verstehen, wie es zu der Abmahnung kam. Du arbeitest ja hier in Köln und da hast du eine Abmahnung bekommen. Ja. Also generell, was da war, ist einfach, dass jemand einen Bekannten von mir versucht hat, zu beleidigen, einen Kollegen von mir. Und das habe ich mich in dem Moment nicht getraut, Nein zu sagen. Also das heißt, er hat ihn beleidigt, hat dein Handy dazu genommen, ja. Über WhatsApp. Aber wolltest du ihm denn überhaupt dein Handy geben? An sich nicht. Die hat es einfach genommen. Das war mitten in der Nacht. Okay, dann lassen wir das da auch noch durchspielen. Wir haben ja Leberwurstfiguren. Nein. Das ist so. Okay, dann spiele ich jetzt mit deinem Bekannten. So, der sagt jetzt zu dir, ich habe Bock, deinen Arbeitskollegen an der Uni zu beleidigen. Gib mir mal dein Smartphone. Nein, auf gar keinen Fall. Du machst das erst nicht. Gib mir dein Smartphone. Nicht das Bier. Gib mir dein Smartphone. Ich mach Schluss. Gib mir dein Smartphone. Ich mach Schluss. Versuch mich zu erpressen, dann mach ich nicht Schluss. Es kann natürlich sein, dass dein Bekannter eifersüchtig auf den war. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Die Lösung dafür besteht darin, um deine Probleme an der Uni zu lösen. Ja? Also im Grunde genommen musst du zwei Sachen üben. Nein sagen und hier dir Hilfe holen an der Uni. Okay. Ja? Hallo Leute, ich bin jetzt hier am Bahnhof, ich fahre jetzt meine Uni. Und ich mache heute eine Prüfung, die liegen 03. Ich drücke mir echt fast die Daumen, ich dass ich das schaffe, weil ich habe totale Panik, um das nicht zu schaffen. Es sind nur noch wenige Monate bis zum Abschluss. An der Hochschule darf Marie erst einmal weitermachen, denn sie hat die Nachrichten ja nicht geschrieben. Amanch und die anderen bemühen sich um Normalität. Okay, Andi. Was hältst du von der Kamera von meinem Laptop? Nach dem Vorfall gibt Marie nochmal alles. In der sogenannten Bildungswerkstatt bereitet sie ein Referat über Schule und Inklusion vor. Ich glaube, ich würde sagen, gehen wir mal durch, dann machen wir das gleich. Ne? Okay. In Gruppenarbeiten übernimmt sie Verantwortung. Ob das aber reicht, weiß sie nicht. Komm, ich bin immer noch, auch noch ein bisschen Selbstzweifel. Ich habe irgendwie Selbstzweifel, weil ich irgendwie gedacht habe, kriegst das wirklich hin? Was ist das denn für ein Weg? Schaffe ich das überhaupt? Und dann haben alle gesagt, ja doch, Marie, das wirst du hinkriegen. Wir denken an dich. Im Moment sind wir noch nicht so sicher, so weit, dass sie sich da immer wirklich öffnet in dem, was sie fühlt und denkt, sondern ganz gerne mal ihr eigenes Ding macht. Und wenn sie dann mit diesem eigenen Ding so richtig vor die Wand fährt, dann kommt sie. Und das ist einfach eine Ecke zu spät. Und das ist sowas, woran wir jetzt arbeiten, dass sie früh genug merkt, wann was anfängt zu brennen. Wird Marie am Ende trotzdem ihren Abschluss machen? Und erfüllt sich ihr Traum von einer Familie und einer eigenen Wohnung? Es kann sehr schnell gehen, es kann einfach auch eine ganze Zeit lang dauern, da steckt man nicht drin. Ehrlich bin, will das nicht. Mehr
Folge 4.